So, weiter geht's mit Far Cry 6 und wir sind irgendwie gerade mitten in der Leitplanke gelandet, aber das ist egal. So, wir sind immer noch unterwegs. Wir sollen Spuren verwischen. Eine weitere jaranische Geschichte, die uns jetzt erreicht. Wie gesagt, momentan sind wir ja ein bisschen so, was heißt Nebenquests, aber andere Missionen machen. Ja, ein bisschen Nebenaufgaben. Ja, ich bin nach der Geschichte mit dem Fahrkund, mit dem Stranger Things Ding, habe ich gedacht, machen wir ein bisschen was entspannter. Entschuldigung, das Mikrofon ein bisschen zu nah am Mund, jetzt geht's aber aus. Ups. Das war so eine Explosions-Tiny. Oder wie ich ihn nenne, Bum Bum Boris. So. Ich hasse Feinde. Ich hasse Soldados. Die... So. Da oben ist irgendwas. Das hat aber... Ups, das hat aber jetzt nichts damit zu tun, ne? Nee, nee. Fuck you! Scheiß Karre da! Die Säurefabrik, ein weiteres militärisches Ziel. Why, why? Ach komm, ich soll das machen. Das machen wir noch. I don't know what's happening there, but the smell is burning my nose hairs. Sounds like one of the government's acid plants. Go for making poison and the convenience. Dann machen wir heute die Säurefabrik. Weil, und ehrlich bin, wenn ich gerade schon dabei bin, wenn ich hier bin, können wir das auch machen. Direkt spontan. Sniper. Oh, warte mal. Try to call backup now. Fumigator. Great. Ja, wenn wir schon mal hier sind und schon mal so Dinge angucken, machen wir das doch auch mit einem Rutsch. Dann muss ich nicht nochmal irgendwann zurückkommen. Mierda. Scheiße! Da muss dann irgendwo noch ein weiterer Alarm sein. Es sind ja noch zwei offiziell. Stehen ja noch zwei offiziell. Warte mal. Ich höre das doch. Only more soldiers.
So, rein. Da oben ist der Alarm. Da ist der Gegner. Aber wir haben keinen Alarm ausgelöst. Wir haben zumindest die Gegner alle weggeholt. Kein Alarm. Geschafft. Das war die Säurefabrik. You good? Two of Yara's finest are gone. Das war die. Das Ding. Ja, ja, gesagt, alles was wir an Gegnern so mitnehmen oder an Dinge mitnehmen, sind immer gut. Hola. Hola. So, mehr oder weniger war das mal gerade nur ein kleiner Exkurs zur Säurefabrik. Wie gesagt, ein weiteres militärisches Ziel. Wir müssen mal gucken, dass wir zur Straße zurückkommen. Da stehen noch mal zwei Leute. Weil ich das richtig sehe. Ja. Tick zu hoch. Fuck you. Ist das ein Kontrollpunkt oder was? Sieht so aus, ne? Oder stehen die aus Deko da? Sind sie nicht mehr da. Mein fahrbarer Untersatz wäre immer nice, aber da vorne steht ja mein Auto noch. Na, ja, komm. Nee, warte mal. Boah, Alter. Schön, dass wir jetzt noch Feinde sind. Na komm her. Tot. So, wir fahren mal rüber zu der Geschichte dort. Wie gesagt, ich wollte die komische Fabrik wollte ich noch mitnehmen. Ah, ich glaube, ich befürchte, dass wir doch nicht mehr heute machen. Das ist nur einer, oder? Sieht das so aus? Fahr mal. So, da ist ein Knöpfchen, was wir drücken können.
Oh. Das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee gewesen. Kann ich das nicht irgendwie ausmachen wieder? Scheiße, nein. So, damit haben wir es was. Medizin mitnehmen. Lesen. Haben wir sie alle jetzt oder was? So, das war die. Witzig, das war die erste Pumpstation. Hostages. Tot. Da irgendwo ist noch eine Kiste. Ich glaube, dann haben wir aber auch. Primärschalter dürften es ja nicht sein, oder? Oder habe ich jetzt irgendwie noch einen Schalter vergessen? Hier ist eine Kiste noch. Ach, das sind noch mehr. Das sind 7 Stück. Das sind auch wieder so Nebenaufgaben, die wir machen mit dieser Pumpstation, die wir zerlegen müssen. Ein Stück weiter runter ist die 2. Okay. Ja, die fahren wir jetzt aber nicht komplett ab, oder? Weil das wäre ja hier schon wieder die Nähe. Ich vermute, dass dann. Hier ist die Pumpstation, dann ist wahrscheinlich der nächste ist hier. Dass diese ganzen roten Flecken, die hier jetzt hier sind, hier ist vielleicht noch eine, da ist vielleicht so ein bisschen noch. Also die ganzen roten Dinger hier, die sind alle noch. Oder viele roten Dinger sind noch Dings. Ich überlege gerade, wollte ich einfach noch weiterfahren. Die zweite machen direkt hinterher. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch mit dabei sind. Ich brauche schon das Ziel von Mickey Globe, das haben wir ja schon gemacht. Aber das ist das Ding hier. Wenn er sagt ja die Straße hier weiter, das wäre wahrscheinlich das hier. Ja komm, dann machen wir die Punkte, dann machen wir die Bohrstation weiter. Dann machen wir gar nicht, erst. Weil das halt richtig ist. Ich glaube hier vorne rechts, das ist nämlich die nächste. Entschuldigung. Immerhin sind wir gleichzeitig gestorben. Jetzt war die Bohrstation, genau. Warte mal, wir sind jetzt gerade. Hier müssen wir hin, müssen gemusst.
ich habe schon wieder so eine Nebenaufgabe. Ja. Oh, das ist hier nebenan das Ding. Nee, ne? Genau. Pumpstation 2. Schön. Ich weiß noch nicht, was ich gemacht habe, was ich hier machen will, aber gut. Jetzt wissen Sie es eh. Oh, der hat's aber. Gute Nacht. So, jetzt muss ich natürlich den tollen Schalter finden. Das glaube ich ja weniger, dass du mich killst. Ich habe, glaube ich, die Zeus gerade gekillt. Wo haben wir denn die Schalter? Oder gibt es die Sinn in dem Gebäude erst drin? Die sind tatsächlich in dem Gebäude drin. Und zwar alle drei. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier den Schlüssel finde. Aber wo haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwo ein Gebäude, was ich jetzt übersehen habe? Kann auf dem Tisch da unten sein. Aua. Oder hier unten irgendwo sein.
haben wir denn? Wie könnten die sein denn? Schlüssel. Wo können die Schlüssel sein jetzt für die scheiß Pumpstation? Wo können die liegen? Ich müsste doch den Schlüssel haben. Doch nicht in etwa der scheiß Scharfschütze, den ich als letztes jetzt gekillt habe, nach oben. Wir gucken mal nach. Auf dem Gebäude hier oben oder auf dem Ding. Warte mal, wo war denn das? Wo hat denn der jetzt gestanden? Ach, da oben hat der gestanden, genau. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch im Kopf hätte. Weil irgendwer hat bestimmt einen Schlüssel, oder liegt bestimmt da. Ja, dann vermute ich, dass das doch da oben liegt, an dem Schachschutzgebäude. Das ist auch kein Schlüssel. Könnte denn sein? Oder habe ich den Schlüssel? Habe ich jetzt in der ersten Pumpstation vergessen? Auf dem Tisch oder so? Ah, im Steinbrecher. Okay. Ja, wir haben ja ich habe ja die Blutspuren gesehen. Am Auffangbehälter. Warte mal kurz. Da oben ist ja... Also. Nett. Nett, nett, nett. Ich weiß gar nicht, was wir kriegen würden, wenn wir die machen. So, zerlegen wir mal ganz kurz hier die FND-Kiste, nehmen wir mit. Und dann legen wir Schalter um. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, und damit wäre dann Nummer 2 abgearbeitet. So. Oberhalb dieses komischen Kreises befindet sich die Nummer 6. Wir müssen sie ja nicht in chronologischer Reihenfolge machen. Insgesamt gibt es 8 Stück. Das könnte ich jetzt 4-4 machen. Wir haben schon wieder so Dinge. Wir haben schon wieder so Dinge erledigt. Okay. So, oberhalb des Dings, dieses Kreisverkehrs, das wäre. Moment, das ist da. Dann ist das Ding hier die Nummer. Dann ist das Ding die Nummer 6, also insgesamt die Nummer 3.
Ich nehme Nummer 3. Gut, die sind eh alle beieinander, ne? Aber ich krieg nicht alle 8 in eine Folge. Das war schon lang genug mit den Kindern, die Geschichte. Da habe ich auch eine Stunde dran gesessen. Nee, den machen wir noch. Und dann machen wir den Rest. So, ich habe schon gesehen, dass da oben ein Fallschaffschütze steht. Der hat gesessen. Warte mal, ich mach hier mit dir erstmal. Krieg ich gerade nicht markiert, warum auch immer. Der wird auch mit Sicherheit nicht der Einzige sein. Sage ich. Okay, watch yourself, Danny. Hey. Psst. Hallo. Tschüss, ihr könnt gehen. Da bist du. Klappe jetzt, beweg dich mal nicht. So, das war der letzte. Hier ist die FND-Kiste. So, hier ist ein Schalter, aber das ist bestimmt nicht der alle. Das sind bestimmt, wie siehst du, das sind nämlich 3 Stück. Das sind 3 Stück insgesamt. Jetzt müssen wir nur ein bisschen durchgucken. Das ist genau zu dem. Also die Pumpstation werden wir tatsächlich noch in den nächsten Folgen machen. Damit wir die auch einmal durch haben. Ich will wissen, was da rauskommt. Was passiert, wenn wir die alle wegarbeiten. So, mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, dass ein Schalter noch hier unten drin ist. Na? Das war die 3. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, welche der andere war. Ich habe jetzt nicht geguckt, welcher der andere war. Dass jetzt die 1 oder 2 war, das ist aber auch Jacke wie Hose. Hier gibt es keine Schlüssel. Oh, das war keine Absicht. Oder war da durch die Tür hier durch? Ich muss jetzt ein bisschen genauer gucken, weil ich muss jetzt gucken, wo der letzte Schalter ist. Wir gehen trotzdem mal hoch, weil wir könnten ja oben sein. Na? Manchmal hilft es auch genauer zu gucken. Und damit hat man, glaube ich, jetzt auch die Pumpstation weg. Wow. Aber die ist weg. War das jetzt die? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Weil ich glaube eigentlich, wir haben ja alle 3 Schalter umgelegt, ne? Excuse me. Excuse me. Ja, das war die 6. Gut. Cool. In der nächsten Folge, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir die 5, die 4 und die 3. Dann haben wir die 3, nämlich aber die Ecke hier unten nämlich komplett leer. So, die Straße ein Stückchen hochfolgen ist wahrscheinlich diese hier.
Die werden es auf jeden Fall sein. Ich denke mal, ich denke mal, die drei Dinger hier. Das werden die letzten, werden die nächsten drei Pumpstationen sein. Genau. Und wenn wir jetzt die Straße Stücke zurückgehen und da hochfolgen, ist hier über dem komischen See. Warte mal. Nee, die ist hier. Oder? Ist das richtig zum Stausee? Ja. Dann ist das hier und das hier die letzten beiden Pumpstationen. Genau. Ja, sind sie auch. Gut, in der nächsten Folge, liebe Leute, wie gesagt, geht's weiter mit der nächsten Pumpstation. Das wäre dann die Nummer 5. Wie gesagt, wir werden sie nicht in der Reihenfolge machen, wir werden sie nur Step by Step machen. Aber wir werden uns jetzt Dinge auf jeden Fall angucken. Ich will wissen, was passiert, wenn wir die machen. Das war auch nur mit so Zufall, dass wir die gefunden haben. Na gut, ich bin mal raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann geht's weiter mit Far Cry 6.